Shalom Aleichem, 11. Tammuz, 5782. Wir beginnen mit Gottes Hilfe, Igeret HaTshuva. Tshuva bedeutet Umkehr, Kapitel 1. Steht geschrieben in die Mishnah in Yuma, es gibt drei Teile von Kapara, von Versöhnung und Tshuva bei Hashem. Und mit jedem ist ein besonderer Tshuva. Wenn eine hat versäumt ein Gebot, eine Frau hat nicht gezündet die Kerzen, ein Mann hat nicht gelegt Filin, er macht Tshuva, er bewegt nicht von dort, bis man ihm verzeiht und vergibt von Himmel. Wenn er hat gemacht ein Verbot, gegessen Schwein, jemand beleidigt, erzählt Loschen Ohr und so weiter, er kann machen Tshuva, aber diese Tshuva wartet bis Yom Kippur, bis Versöhnungstag. Obwohl, sagt der Rebbe in Klammer, durch ein Gebot zu machen, kannst du nicht wiederholen dem Gebot, weil es bringt sehr viel Licht in diese Welt. So wie es steht geschrieben, dass 248 Körperglieder von uns ist parallel zu Hashems Glieder. So wie es steht geschrieben, dass er hat uns geheiligt in seine Gebote. Aber auch auf seine göttliche Seele, wenn er macht eine Mitzwe, bekommt er auf sich eine große Licht, große Kraft und große Energie. Aber zu machen Tshuva, zu umkehren zu Hashem und reinigen die Neshome, auch wenn man ihm verzeiht auf dem Strafe, dass er hat Widerstand und Widerputsch gemacht gegen die Königschaft und nicht gemacht das, was der König will, aber der Licht ist nicht da. Sagen unsere Weisen, es gibt Sachen, du kannst nie wiederholen. Wie zum Beispiel jemand hat gestern Abend nicht gesagt, Schma Israel beim Abendgebet oder vor dem Schlafen. An diesem Tag, dieser Tag wird nicht mehr kommen in die Geschichte. Deshalb soll man nichts versäumen. Oder wenn einer hat verloren, Schacharit, auch Kriyat Shema, Shema lesen oder Tfilin oder Gebet. Das, was du konntest heute machen, kannst du nicht wiederholen morgen. Aber wenn ein Mensch hat gemacht ein Verbot, eine von den 365 Verbote, es wird geklebt, schlecht, negativ in seine Seele. Und er macht eine Damage, eine Kritz in seine ursprünglichen obersten Neshama im Himmel. So wie es steht geschrieben in Tikkunim, dass Hashem hat gemacht Kleider und so machst du schmutzig deine Kleider. Und darum hat er keine Kapara, keine Vergebung und keine Versöhnung bis Yom Kippurim, bis Versöhnungstag. So wie es steht geschrieben, wie Kippur ala Kodesh mit Tumois Bnei Israel und mit Pisheim. Das Hashem wird an dem Tag, genauso wie damals beim zweiten Bundestafel, wie Moshe Rabbeinu ist gekommen vom Berg, sagte Hashem nach dem goldenen Kalb, Salachti kidvarecha, ich habe dir voll verzeiht, auch da müssen wir warten. Deshalb müssen wir lernen, dass wir haben eine Chance, aber soll man von hier nicht lernen, Leichtigkeit, dass der Mensch hat nicht zum Beispiel Tore gelernt. Ein Hashem kann verzeihen auf Götzediener und auf schlimme Sachen, aber Hashem verzeiht nicht auf Torah-Zeitverschwendung. In Groß und Ganz fast alle Fehler und alle Sünden und alle Probleme, alle Skorpionen und Schlangen kommen, wenn die Brunnen ist leer und der Mensch nutzt nicht seine Zeit. Darum sagt der alte Rebbe hier, Hashem gibt nicht nach, wenn einer versäumt die Zeit auf Bitul Talmud Torah, dass er hat die Zeit Klatschmaul gepappelt oder unsinnige Sachen geschaut oder getan. Aber er muss warten auf Yom Kippur oder leiden. Das nennt man Yisurim, Schmerzen. Schmerzen machen sauber, die reinigen die Kapara, so wie es heißt, waschen, einreiben, zu putzen stark die Neshome. Weil Kapara, sagt der alte Rebbe hier, eine große Chidush, eine große Neuigkeit. Kapara lashon kinuach. Kapara ist wie zu putzen, wo das Kind hat gemacht, der volle Pumper. Die Mama macht ihm eine warme Badezimmer und die Nachbarn denken, der Kind leidet. Aber sie macht ihm sauber. Genauso leiden machen alle Hochmutigkeit, Neid, Arrogant. Es macht der Mensch klein. So wie es steht geschrieben, Ufokadeti bashevet pishum ubenegoim avoinom adkale schon a breis. Also der Alter bringt eine Breite, dass Hashem wird mit Peitsche die Flecken reinigen
und mit verschiedenen Schmerzen die Fehler und die Vergehen, die Verbote gegen Hashem wie Beleidigung, Übelrede, schlechten Ruf über jemanden zu verbreiten und so weiter und so fort. Alle Verbote, die stehen in die Tora. Shkoyach.